Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 19. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis, das heißt Sonne, Mond, Planeten anderes platzieren als im westlichen Horoskop. In diesem Bild sehen wir die 12 Lebensbereiche. Die erste Lebensbereich hier zeigt unserem Auftreten, unserer Persönlichkeit, unserem Aussehen, auch die Bedürfnisse wahrgenommen werden und auch wie wir tatsächlich wahrgenommen werden zur Zeit. Und diesem Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich für die Schützengeborenen sind das gerade die wichtigsten Themen. Und bei vielen Schützengeborenen ändert sich gerade die Aussehen oder neue Frisur oder anderen Kleider. Die zweiten Lebensbereich hier sind die Werte, auch die Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich für die Steinbock-Geborenen ist gerade das die wichtigste Thema. Der dritte Lebensbereich liegt die Austausch, Informationen wie Medien, Kommunikation, Internet, Schulungen oder Kontakte mit Verwandten und Nachbarn. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann. Der vierte Lebensbereich zeigt unsere Wohnsituation und auch die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität. In diesem Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder, aber auch die Erinnerungen an unsere Kindheit. Hier liegt die schöpferische Kraft, etwas spielerisch gestalten, und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Widder. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit und Pflichten und Gesundheit. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Stier. Der siebte Lebensbereich ist Ehe, Partnerschaft, aber auch geschäftliche Verbindungen. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge. Und dann kommen die Geheimnisse, das Loslassen, auch die innere Kraft, eine Wandlung und Transformation. Das öffnet sich mit Tierkreiszeichen Krebs. Dann folgt die Reisen, Ausland, Auslandskontakte, eine innere Reise, der Suche nach Gott, der Suche nach Sinn des Lebens, Studium. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Löwe. Der höchste Punkt des Horoskopes zeigt, dass das Ansehen, Anerkennung, hier liegt auch die Berufung. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau. Dann kommt die Hoffnungen, die Verbindungen mit Freunden, soziale Kontakte. In diesem Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Waage. Und zum Schluss sind wir bei Geheimnissen und karmischen Themen, auch unserer Seele. Und hier liegen auch die geheime Feinde. Hier öffnet sich dieser Tor mit Tierkreiszeichen Skorpion. Das sind Monatsthemen. Welcher Lebensbereich wird aktiviert durch Sonne, Mond und die Planeten? Sonne selbstverständlich hier im Osthorizont. Bei Tierkreiszeichen Schütze symbolisiert Sonnenaufgang. Und Sonnenaufgang ist naturgemäß der Beginn des Tages. Und das zeigt diese
bildhaft dargestellte Horoskop. Also Sonne hier bei Sonnenaufgang. Und natürlich bei den Schützengeborenen ist wichtig gerade die Wahrheit, das Licht, die Glanz, etwas in Ausdruck zu bringen. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Widder im Bereich der Kinder. Und weil Mond hat einen Einfluss auf Mutterschaft, natürlich kann das auch Empfängnis bedeuten. Sonne und Mond stehen in Harmonie, beide im Feuerelement, also steht eine harmonische Verbindung. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und Parani heißt die heutige Mondhaus, wo sich Mond befindet, in Tierkreiszeichen wieder. Und das bedeutet wie ein Neugeburt. Natürlich hat mit Schwangerschaft auch was zu tun, aber auch etwas Neues starten. Und gerade hier in diesem Bereich etwas gestalten, hier liegt die schöpferische Kraft und das bringt dieser Mondhaus, diese Mondenergie in eine neue Form. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Mars symbolisiert die männliche Kraft. Das haben wir Frauen auch und wir brauchen die Mars-Energie durchsetzen im Leben, etwas in Bewegung setzen. Und der Bereich ist Schulungen, Informationen, Internetkontakte, Kontakte mit Verwandten, mit Nachbarn. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Geheimnisse, geheime Gespräche, geheime Verhandlungen, Verträge zeigt hier. Jupiter natürlich die Gerechtigkeit oder Jupiter öffnet sich die Augen auch auf ungerechten Dinge, wieder die Geheimnisse. Das heißt, wir sehen hinter dem Kulissen und wir erkennen einigen Dingen zur Zeit und das vermittelt die Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich bedeutet für die Skorpiongeborenen, sie erfahren die Geheimnisse, jemand flüstert das und vertreten die Gerechtigkeit und wehren sie sich. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Das ist die weibliche Energie, also die Damen sind unterwegs mit Freunden oder pflegen soziale Kontakte. Aber es ist auch möglich, Liebe in Bekanntenkreis, Freundeskreis oder in eine Gruppe durch Internet. Und so kommt Mars und Venus natürlich in Verbindung. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und für die Schützengeborenen ist die Lernaufgabe die Selbstdarstellung. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, ist rückläufig, das bremst etwas und das befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Diese schöpferische Kraft ist da, etwas zu gestalten, die Mut ist auch da. Aber es wird noch gebremst bis Januar, kann aber diese Rückläufigkeit auch bedeuten, karmischen Themen oder Verbindungen von Vergangenheit. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Diese Neptun-Energie ist wichtig, die Träume zum Leben, das zu verwirklichen. Aber manchmal täuscht uns die Neptun-Energie. Pluto ist im Tierkreiszeichen Schütze und das zeigt, die Schützengeborenen ist wichtig, das Loslassen im inneren Kraft zu bleiben. Die Verbindungen, Sonne hat eine schöne Verbindung zum Uranus. Sonne-Uranus-Verbindung, das heißt Veränderungen in persönlichen Umgebung und auch etwas neu gestalten, schöpferisch gestalten, vielleicht alten Kontakte. Und auch karmischen Themen, weil auch Sonne und auch Uranus bestrahlt die beiden karmischen Knoten. Die absteigende Mondknoten in Tierkreiszeichen Steinbock symbolisiert Vergangenheit und die aufsteigende Mondknoten Rahu in Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist der neue Schicksalsweg und die Krebsgeborenen orientieren sich neu, sind gerade in diesem Wandlung. Die beiden Mondknoten wird bestrahlt auch von Sonne, gibt die Klarheit
und auch von Uranus zeigt Veränderungen und Umbrüche und diese Rückläufigkeit. Natürlich oft hat auch mit Karma etwas zu tun. Mond steht Venus gegenüber. Venus und Mond gegenüber bedeutet wie eine Waagschale und es soll im Gleichgewicht bleiben. Für die Damen bedeutet das, Venus ist weibliche Energie, im inneren Gleichgewicht bleiben. Aber wenn ich Venus als Liebe betrachte, dann ist die Liebepartnerschaft wichtig, ein Entgegenkommen, ein Geben und Nehmen. Das darf nicht einseitig sein, sonst kippt die Gleichgewicht, führt zum Spannung und Nervosität. Jupiter steht in Verbindung zum Saturn, eine schöne Verbindung Saturn-Jupiter, das hier etwas in Ordnung zu bringen und sorgen für die Gerechtigkeit. Wenn ich die Elemente betrachte, Feuer, Erde, Luft und Wasser, das sind die vier Grundelemente. Im Feuerelement befindet sich Sonne, Mond, Saturn, im Luftelement Mars und Venus, im Wasserelement Merkur, Jupiter. Es sind die persönlichen Planeten, sie wirken auf unserem Alltag. Es fehlt gerade die Erde-Element, die Erdung. Und das ist die Realität, die Bodenständigkeit, die Sicherheit und Stabilität. Und wir sollen die Erde-Element betonen, damit wir in Harmonie bleiben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.